Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Brotherhood. So, und wir machen weiter und kaufen uns erstmal ein Geschäft. So, das Problem ist, wenn man mal einen Schmied braucht, ist keiner in der Nähe. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal einen Schmied, dass ich das ein bisschen reparieren kann und so. Alter, von unten sind wir ja gekommen. Von da. Wir schlagen einfach mal die Karte auf. Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Pantheon ist ein Schmied. Rechts. So, die nächste Abzweigung rechts rum. Halt. Oh, ist auch schon wieder ein Assassine, ist auch schon wieder da. Ah, dann müsste hier oben irgendwo ein Taubenschlag sein. Dann kann man den gleich nämlich gleich wieder losjagen. Schön wäre es, wenn es schon langsam Assassinen sind. Dann kann man nämlich richtig schön schnell leveln. So, zack, weg sind sie wieder. Ja, man muss ja immer sehen, wo die wo die Kollegen bleiben. Und die stets hochleveln. Wenn es erstmal richtig, wenn es keine Novizen mehr sind und keine Assassinen mehr sind, dann ist das Bombe, weil dann brauche ich sie nicht mehr loszuschicken. Oder zumindest das dann so vereinbaren, ja, dass ich dann immer ja, also wenn, dann müsste man das wirklich so machen, dass man die dann immer erst losschickt. So, da haben wir schon mal die Armschütze. Und dann eben einen größeren oder einen voll ausgebildeten Assassinen mitschickt. Oder zwei größere Assassinen dann mitschickt, um die 2500er Mission zu machen. Dann ein paar Level 1er dazu. So drei Level 1er oder so. Oder so in etwa, weißt du, ja. Drei Level 1er. Mit dazu und dann eben so zwei solche größeren und dann hier so eine 2500er Mission machen. Dass man die recht schnell hochkriegt.
So, Streithammer. Nee. Fleischermesser. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Ja, was sollen die sonst sein? Unecht oder was? So, dann können wir das ein bisschen. Na, dann können wir das nämlich schon wieder wegnehmen. Aber wir haben hier gleich einen Taubenschlag daneben. So, anscheinend schon wieder welche da. Von der letzten Tour sind schon wieder welche da. So. Da haben wir einen Taubenschlag. Zack. Und gleich wieder los auf Mission. Ach, da hat hier Assassin Weiß ebenholz. Und da ist auch noch ein Weiß. Ah, okay, hier zeigt er alle in Weiß an. So, Aufträge. Venezia. Nein. Kriegt er den hin? 96%, ja, ich gehe mal davon aus, jawohl. So, dann haben wir erstmal in Wien. Ah, ist gar nicht so einfach hier so eine Assassinen-Gilde hier so zu managen. Jetzt weiß ich, wie Massaf sich gefühlt hat, wenn er da seine Assassinen losgeschickt hat. Ja gut, da die oder wie er auch immer hieß vom ersten Teil der Mentor, ja. Also, es ist nicht einfach, so eine Assassinen-Gilde zu managen. Natürlich, sterben dann natürlich auch Assassinen. So, was machen wir denn als nächstes? Boah, so viele Missionen. Hi. Machen wir die mal. So. Die die Gebeine von San Duarte vor sich herträgt, wird gesegnet durch die Hervorholung weiterer Reliquien und St. Ursulas linkem Arm. Einzelheiten an der Kirchentür. Florenz, 1476. Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name?
Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Das Wetter, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Zweite Chance. Schöne enge Hose. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Vater mir Aufmerksamkeit schenken müssen, ihr Respekt zeigen müssen. Mehr hast du nicht zu bieten? Halt die Klappe, ich bring dich um. Warum wundert es mich nicht, dass du dich mit Gewalt an ein Mädchen ranmachst? Genau wie es eure Bank mit Florenz macht. Narr, dein Vater ist es, der eine Lektion lernen muss. Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie! Vielen Dank. Es war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio. Anscheinend habt ihr eure zweite Chance.
Okay, so, so haben wir also Christina damals kennengelernt. Die beste Ware steht zur Hand. Nur zu, ihr wisst, was ihr wollt. Okay. Weiter geht's. So, dann decken wir noch mal die Bank auf. So, Bank aufgedeckt. Eine Bank müssen wir doch eigentlich beide mal alle haben. Okay. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel.
Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay. Ah, jetzt kriegen wir dann müsste der nicht eigentlich was anderes schon haben. 7, 8, 9. Ah, okay. Dann mal kurz. Hier, was gibt's denn hier? So, die haben schon alle Pistolen. Außer die Dreier. Oh, dem fehlt noch ein Punkt. Dann ist er auch auf 3. Jetzt haben wir schon ein paar 7er. Moment. Dann gehen wir mal die Auftragsliste wieder durch. Wie steht's denn jetzt mit den 7ern? Wenn wir jetzt hier. Zack, 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 zack. Schade. Es reicht immer noch nicht. Also Achter müssten es dann eigentlich schaffen. Ey, das ist echt brutal. So. Ja, hier, Vierer. Das könnte man eigentlich... Ja, hier, zack. Und zack. Noch ein Vierer, nee. Ah, hier. Warte, du warst... Ah, hier. Das meine ich. Dann schicke ich nämlich so einen los und so einen. Dann kriegen alle nämlich ordentlich Punkte, alle beide. So, was haben wir in London? Hier haben wir auch wieder einen Vierer. Ja, dann schicken wir den so los. Und alle 126 Punkte. Ja. Vielleicht reicht sogar. 126, das reicht für den Stufenaufstieg hier nicht, aber bei den dreien auf jeden Fall. So. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini.
Der Bankier. So, Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Ezio Auditor. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin.